Tja, heute. Wir alle wissen, dass Max Frisch unlängst gestorben ist. Aber man ehrt einen Schriftsteller am besten, indem man ihn nicht rühmt, sondern ernst nimmt. Das heißt, sein Werk diskutiert. Und deswegen wollen wir heute mit einem wichtigen Roman von Max Frisch beginnen, mit dem Roman Homo Faber. Nicht zuletzt deshalb, weil es jetzt seit einigen Wochen oder Monaten einen Film Homo Faber gibt, der manche Leute wohl veranlasst hat, den Roman zu lesen oder wiederzulesen. Homo Faber wurde 1957 geschrieben und spielt 1957. Der Roman beginnt in den Vereinigten Staaten, wo ein Schweizer Ingenieur, eben Walter Faber, kurz tätig war. Und er ist ein Mann, der überzeugt ist, dass das Leben mit einer Gleichung, einer Art Gleichung ist, die sich lösen lässt. Er fährt von Amerika nach, fährt mit dem Schiff nach Athen. Auf dem Schiff lernt er ein Mädchen kennen, das ihn sehr stark interessiert. In Frankreich sieht das Leben nicht mehr wie eine Gleichung aus, denn da beginnt er zu lieben, eben jenes Mädchen. In Italien hat die Liebe tragische Akzente, denn er begreift und sieht, dass das Mädchen seine 20-jährige Tochter ist, er selber 50 Jahre alt. In Griechenland schlägt das Schicksal zu mit der ganzen Grausamkeit, wie wir sie aus Tragödien, den griechischen, kennen. Dieser Roman gehört zu den populärsten, bekanntesten deutschen Romanen der Epoche 50er, 60er Jahre. Und die Frage ist, die wir stellen wollen, was hat uns der Roman heute zu sagen, was taugt er? Also ich weiß nicht, was er taugt, aber wenn man ihn jetzt wieder liest, hat man eine ähnliche Erfahrung, wie wenn man ein Gebäude, eine Architektur der 50er Jahre wieder besucht. Es ist unabweisbar ein Zeitroman von damals. Er ist ein Zeitroman, dessen Erfolg darauf beruhte, dass er den Deutschen, die von der Welt abgeschnitten war, erstmal die Welt wieder zeigte. Flugplätze Mexiko, Lateinamerika, Europa, eine Bildungsreise. Er ist ein Zeitroman, weil er die Deutschen mit ihrer Vergangenheit konfrontierte, und zwar mit dem, aus dem schlechten Gewissen eines Schweizer Zeitgenossen erzählt, der damals eine jüdische Frau liebte und eigentlich zu bequem war und zu feige, sie wirklich zu lieben, und der dafür eine Rechnung bezahlen muss. Es ist ein Zeitroman, weil er dem damaligen Technikoptimismus entgegengeschrieben ist und einen Menschen zeigt, das ist etwas, das wirkt heute, ich sage das etwas hochmütig, etwas platt, dieser Gegensatz zwischen Zufall und Technik, zwischen wuchernder Natur und berechnendem Konstrukt. Aber das war damals ein großes Thema, ein großer Wurf. Und der Zufall ist gleichzeitig die Nemesis. Der Zufall ist das, was zuschlägt und die Sünden bestraft. Es gibt nämlich eine Sünde der Schuld, die er an der Mutter begangen hat, und die Blutschande, das heißt der Inzest mit der Tochter, ist sozusagen die bezahlte Rechnung. Der Roman endet für die wichtigen, für die entscheidenden Beteiligten tödlich. Was heute etwas verblüfft und verstört, ist die kahle Sprache, die sehr an Hemingway sich zu orientieren sucht. Es sind so Dialoge einer großen Lakonik, die aber heute etwas aufgesetzt und konstruiert wirken. Was heute noch mehr verblüfft, ist eine gewisse männliche Überheblichkeit. Das Buch hat ein Macho-Bild, das Frisch nicht gut zu Gesicht steht und der Zeit damals noch schlechter. Aber in dieser Maskierung zeigt sich heute ein sehr seltsamer Effekt, nämlich, dass die Zeit sich zu maskieren suchte und zu verstecken suchte. Und das Interessanteste ist heute, durch dieses Zeitgewand hindurchzublicken. Also mit anderen Worten, 1991 ist das ein enttäuschender Roman. Ja, beinahe. Ja, beinahe. Sie sind einverstanden. Nicht ganz. Ich glaube, man muss einen Unterschied machen zwischen dem Hauptcharakter, zwischen Walter Faber und dem Erzähler. Und ich stimme zu einem gewissen Grad mit Ihnen überein,
Ich würde sagen, der Charakter langweilt mich. Und die Schwierigkeit liegt darin, dass diesem langweiligen Charakter der ganze Roman anvertraut ist und dass er dort lebendig wird, wo der Erzähler sich gezwungen fühlt, gegen diesen Langweiler zu argumentieren. Denn wie Sie sagen, das Technologische, der Optimismus, mir scheint das zu Zeiten bis zur Allegorie getrieben. Mhm. Hier das Männliche, das Technologische, das Berechnende, dort das Feminine, das Chthonische, das Archaische. Dahinter steckt doch ein entsetzlich romantisches Klischee. Und dass gerade dieser Erzähler, der eigentlich nichts kennt als seine Filmkamera, seinen Rasierapparat, mir das Ganze erzählt, er verstellt mir auch den Blick auf die Frauen zum Beispiel. Alles, was ich sehe, in allem, was ich sehe, bin ich von ihm abhängig. Ich glaube gerade, mich interessieren die Partien des Romans, die gegen diesen Langweiler geschrieben sind. Das heißt, das Wuchern des Urwalds, ja, die Zufälle, die Tragödie. Aber ich glaube, dass sich Frisch durch die Wahl dieses Hauptcharakters eine schwere Bürde selbst geschaffen hat. Er sagt, Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge langweilen mich, und so sind sie dann auch geschildert. Naja, könnte es nicht sein, dass der Abstand der 30 Jahre auch daran bemerkbar ist, wie mit dem Mythos umgegangen wird? Inzwischen gibt es Autoren wie Boto Strauß, die geradezu davon leben, dass sie den Mythos auf eine unglaublich raffinierte Weise in sozusagen banale, fast triviale Alltagsgeschichten, Alltagssituationen einbauen. Ich gebe Ihnen gern zu, diesen Eindruck hatte ich beim Wiederlesen nach 30 Jahren auch, dass das auf eine etwas platte Weise konstruiert ist und auch auf eine platte Weise gegeneinander gestellt ist, der Antagonismus zwischen Technik und Mythos. Andererseits, vielleicht zur Entschuldigung, wenn das denn der Max Frisch notwendig hat, dass ich ihn entschuldige, aber vielleicht zur Erklärung könnte man sagen, er hat sich die Latte aber auch sehr hoch gelegt. Unter allen Autoren, die sich modernerweise nochmal mit Mythen auseinandersetzen, hat sich wohlweislich keiner an den Ödipus herangewagt. Und in dem Fall ist es natürlich ein Inzest mit der Tochter, nicht mit der Mutter. Aber die Ödipus-Parallelen sind ja geradezu auf eine aufdringliche und penetrante Weise da. Gegen Ende, wenn ich Sie nur erinnern darf, sagt er doch einmal, ich hätte nie gelebt, möchte mir am liebsten mit einer Gabel die Augen ausstechen. Dann ist dieses Bild mit den schwarzen Brillen, die übrigens auch im Film dann sehr deutlich wird, immer wieder wird gesagt, er braucht eigentlich jemanden, der ihn führt, er fühlt sich wie ein Blinder. Worauf ich hinaus will, ist, den Ödipus Mythos in eine heutige Geschichte einbauen zu wollen, verlangt sehr viel Mut, und da ist eigentlich das Scheitern schon angelegt. Naja, ich will auch mit einem Vorbehalt beginnen. Ich habe einen anderen, aber der betrifft auch die Figur des Walter Faber. An sich ist doch der Roman geschrieben, um die Weltanschauung des Walter Faber zu widerlegen. Um seine Vorstellung, es lässt sich alles errechnen, messen, es lässt sich eben nicht errechnen, das Leben ist voll Überraschung, es ist nicht nur das, was sich Herr Faber vorstellt. Im Grunde ist dieser Faber eine Art Pappkamera. Denn man fragt sich, braucht man einen ganzen Roman, um eine so primitive, aus einem technischen Fortschritt angeblich abgeleitete Weltanschauung zu widerlegen? Die ist doch gleich von vornherein widerlegt. Die Figur ist eigentlich zu primitiv, die Widerlegung gar nicht nötig. Nur, das ist der weltanschauliche Teil des Romans, und er mag, wie wir alle etwa einig sind, schon verblasst sein. Nur, ich habe den Roman vorgestern noch mal gelesen. Ich weiß nicht genau, ob zum dritten oder zum vierten Mal. Und ich bin ganz anderer Ansicht als die Redner hier. Ich bin verblüfft, wie gut der Roman ist. Trotz der primitiven Weltanschauung des Walter Faber, trotz der aufdringlichen mythologischen Analogien und Akzente, ohne Frage, das ist ein berechtigter Einwand. Ich lese den Roman anders
Und der interessiert mich sehr. Er hat mich überhaupt nicht gelangweilt und das ist bei mir ein ungewöhnlicher Fall. Ich finde die meisten heutigen Romane furchtbar langweilig. Der ist nur gar nicht langweilig. Und der ist sprachlich hochinteressant. Das ist doch nicht die Sprache von Max Frisch, die wir da lesen, sondern die vom Faber. Eine Sprache, die von ihm Frisch karikiert und parodiert wird. Frisch würde doch nie immer wieder sagen, ich bin nun einmal ein nüchterner Mensch. Ich bin nun einmal einer, der mit beiden Beinen auf dieser Erde steht. Was interessiert mich an diesem Roman?